Ja, hallo da draußen, recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS 15. Wir sind zurück auf unserer Rackendorf-Map und mit mir am Start wird heute unser Banause. Herr Banause. Guten Tag. So, und ich bin gerade am Holzverlader. Und dann machen Und wir ich mal bin noch am Herren. einen Test, ob wir das Ding wirklich am Sägewerk so abliefern können. Ich bin ja gespannt, ob das vom Drücker her funktioniert. Ich habe jetzt, glaube ich, schon 6 oder 7 Stämme bei mir aufgeladen. Das gucke ich mir jetzt an. So, dann warten wir mal kurz auf den Schwab am Sägewerk. Na, ich bin am Laden, das dauert noch ein bisschen. Achso, okay. Dann sag mal gleich Bescheid, wenn du fertig bist. Na, fertig bin ich schon lang. Ja, nicht so fertig. Ach so, okay. Ich habe ja erst halber voll oder sowas. Also zwei, drei. Ja. Ja. Würde ich schauen, ich denke mal bis zum Ende der Folge dann. Okay. Würde ich jetzt so pauschal mal sagen. Wenn, dann machen wir schon voll, würde ich sagen, oder nicht? Ja, klar. Am Fernseher, wenn ich so nicht abladen kann, dann sehen die doof aus, wenn ich die ganze Karre voll habe. Das ist nicht anders sein wieder. Nein, nee, ich fahre jetzt mal zum Sägewerk. Ja, wie gesagt, wenn ich nachher doch nicht abladen kann, dann stehe ich halt blöd da. Da überlegst du doch anders. Das ist gut, dass ich Kurve kriege mit dem langen Holz. Dass ich unterwegs die Hälfte verliere. Boah, Schleichwerbung hier, die Tankstelle. Bist du mit Meter schon unterwegs, oder? Nö, ich bin eine Schwarze bald auf dich hier. Achso, okay. Hey, ich will dir was kaufen im Shop. Hallo? Haben wir wieder Zu. Geld, will er schon wieder einkaufen. Hier, so ein, weiß ich nicht, so eine Beefy oder so. Oder irgendwas anderes zum Essen. Immer Werbung machen, ja. Hey, hallo. Du brauchst nur auf die Tankstelle, guck mal, schon Werbung. Da kommt er. So, mal gucken, ob ich hier am Kurve komme. Ach, das sieht gut aus. Oh, der eine ist ein bisschen sehr lang, ja. Problem ist, ich muss dann nämlich rückwärts rennfahren. Und mit dem einen, das wird lustig, der da so rausragt. Jawohl, das gucke ich mir an. Ach doch, so lange, ja. Nee, ich komme nicht weiter zurück. So, jetzt ist natürlich die Frage. Ob das jetzt so funktioniert. Ja, er verschwindet auf jeden Fall.
Weg sind sie. Sehr schön. Und es ist die Frage, wie ich erzählt habe. Das ist nicht die andere Frage. Ja, 50.000 Liter. Jetzt haben wir gerade 50% voll. Bitte. Na, hat sich doch rentiert mit dem langen Wagen, der kaufe. Hat geht doch um einige funktioniert. Sch Ja. Hat doch funktioniert. Ja, und es geht um einige schneller. Definitiv. Wieder mit den kurzen Stiegle. Ja. So. Ist die Frage, soll ich gleich nochmal Ladung herfahren oder? Das ist Na die gut, wieso Frage. nicht, ne? Oder willst du, dann dreh ich ihn ein bisschen. Können wir auch machen, ist doch egal. Ja, dann, dass du nicht immer dreifach das gleiche Warte. machst. Ich meine, mir ist das egal. Lade den nimmt ab. Ne, mach mal. Du bist ja jetzt schon im Flow drin. Ich mach hier den. Ich mach hier okay, den schon fertig. Also. Okay, ist ja nur noch das Stückchen hier. Na gut, 47 ist auch noch Raps drauf, gell? Ja. Bevor man zur Dieselfabrik fährt mit dem Raps. Dass man das auch noch mitnimmt. Das Feld 4 ist gleich fertig, da ist dann noch die 47 und dann ja. Passt schon. So macht wenn ist halt Landwirtschaftssimulator, da muss man auch mal ernten. Ja, sicher. Und das kann auch mal ein paar Folgen dauern. Ich habe jetzt vor, als nächstes ein Oldtimer-Projekt zu starten. Was für ein Projekt? Und mit Oldtimer. Mit alten Traktoren und so, oder? Ja, alte Traktoren, alte kleine Maschinen, alte Mähdrescher. Und da muss natürlich auch entsprechend länger. Ein Schlupen, ein Pferd vorne. Na, so arg geht's auch nicht, aber... Was ich zum Beispiel drin habe, ist ein Mähbinder. Okay. Und ich weiß, ein ganz alter Mähdrescher, der nochmal von früher, als sie noch nicht ausdrescht haben, die Körner, sondern nur quasi gelb, das gemäht haben und dann so gelbe Bunde. Okay. Ja, wenn ich so ein Ding überlegt, meine, dann müsste sie da noch. Oh Scheiße, jetzt habe ich einen Widmermacher produziert hier. Wie früher, wo sie dann noch mit so einer Saatschale über den Feld gelaufen sind und ne, die Saat ausgebracht haben und sowas. Oh oh. Oha. Der Albtraum von jedem Holzfäller. Der Baum ist am Kopf gefallen? Nein, da hängt im anderen drin. So. Ein sogenannter Witwenmacher. Ja. Also jetzt zeige ich einfach mal das. Mach es einfach mal so, wie man es in echt nicht macht. Und zeige den Nummer, den man drin hängt und stehe unter der andere, der auch drin hängt. Und da weißt du, wie es, dass du aus dem Wald nicht mehr heimkommst, wenn du so machst. Ja, ist. Holzfäller ist auch kein. Ne? Ist auch ein sehr gefährlicher Beruf. Na, es ist ein Beruf, der riesige Bund, ja. Genau. Ja, das ist meistens immer bei Berufen, wo man gewisse Routinen und so dann irgendwann drin hat und dann nicht mehr dran denkt an gewisse Sachen. Ja, das ist ja das Gefährliche, die Routine. Ja, genau. Und das war in meinem gelernten Job ja auch so. Und da man als Elektriker mit Strom arbeitet, sollte man immer einen gewissen Respekt davor haben, auch wenn man das gelernt hat. Echt? Als Elektriker arbeitet man mit Strom? Ja, manchmal, ja. Soll man zwar nie, ist, das sagt auch jeder, man soll eigentlich nie, wenn Strom an ist, arbeiten daran, aber oft genug kann man es nicht anders. 47 ist da, alles klar. So.
Nee, das haben wir früher in der Lehre sogar gesagt gekriegt. Wenn wir, sollen wir eigentlich immer darauf achten, dass der Strom ausgeschaltet ist. So, das kannst du aber Ist. nicht oft nicht machen. Warum nicht? So. Ist halt, wenn du zum Beispiel im Büro irgendwo irgendwas machen musst, kannst du nicht einfach irgendeinen Server ausschalten oder sowas. Na gut, aber es ist ja noch mehr Typ und ich muss ja nicht damit in der Strommeck abstellen. Ja, aber das sind solche Sachen halt. Wenn du dann in der Verteilung da arbeitest und du hast dann einen Stromkreis da drin liegen, der, weiß ich, für einen Server ist oder keine Ahnung für was, was du nicht abschalten darfst, dann arbeitest du auch unter Strom oder unter Spannung. Naja, das macht jeder, aber wenn man elektrische Lampe hat. Ja, natürlich. Soll man Unter nur Spannung nicht. Darauf arbeite. wollte ich hinaus. Soll man eigentlich nicht. Ich meine jetzt unter Aber. Spannung arbeite. Ach so, ja. Und ich kann definitiv versichern, ein Gepflaster zu kriegen, ist nicht schön. Das kann ich mir vorstellen. Das ist genauso ein Thema wie wenn du als Elektriker zum Beispiel auch, es gibt eigentlich eine Verordnung oder als eine Empfehlung oder wie man das auch immer nennen möchte. Normalerweise soll man als Arbeitgeber darauf achten, wenn wir jetzt zum Beispiel als Elektriker einen Schlag kriegst, einen elektrischen Schlag, musst du ins Krankenhaus. Naja, gerade wegen Ne? Herzrhythmusstörungen und so Genau, weiter. genau deswegen. Weil Und das kann ja auch schon ein paar Stunden später dann auftreten. ja. Unter Aber Umständen. ich kann dir definitiv versichern, dass mindestens 90% aller Elektriker in diesem Land das nicht machen. Naja, aber das ist einfach, man ist einfach zu leichtsinnig. Ist so, ja. Das ist wirklich so. Und du kriegst aber nachher kein Dankeschön dafür, wenn es dann erschüttelt, weißt du? Du kriegst aber einen dritten Arsch dann. Richtig, richtig. Das ist ja. Leider ist es so, ja. Aber das ist wirklich so. Du hast normal dieses Ding gibt's. Du musst eigentlich wenigstens zum Check ins Krankenhaus, ob mit dem Herzrhythmus halt alles richtig ist. Ja, wie gesagt, weil das kann ja auch, es muss ja nicht unbedingt unmittelbar auftreten, das kann ja auch später auftreten dann. Das kann sogar Wochen später auftreten. Erst. Ach, so viel später sogar. Nee, klar. Das kann sogar ein paar Tage, so wenn nicht sogar Wochen dauern, bis das auftritt. Okay. Ja. Toi, 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 mir ist zum Glück noch nichts. Ich habe zwar schon öfter mal ein Gepflaster gekriegt, aber passiert ist nichts. Irgendwie in meinem Herzen muss eigentlich alles richtig sein, weil wo ich wurde vor ein paar Jahren irgendwann mal operiert, da wurde der ist ja sowieso kontrolliert. Ah, guck da, und der fährt er dabei raus. Genau. Gefährlich wird es eigentlich nur, sehr gefährlich wird es, wenn du den linken, an der linken Hand einen Stromschlag kriegst. Okay, warum Weil das? das der direkte Weg zum Herz ist. Ach so, okay. Da ja das Herz mehr links liegt oder hängt oder was auch immer. Ja, man sagt ja, der Linke kommt von Herzen. Genau. Und dadurch, dass du dann, wenn du jetzt die linke Hand, wenn zum Beispiel Linkshänder arbeiten, gibt es ja auch Linkshänder natürlich, auch als Elektriker, und die Klar. leben halt gefährlicher. Okay. Weil da kann das schneller passieren, dass du durch den Stromschlag einen Herzstillstand kriegst oder sowas. Da halt der Strom halt direkt über die Hand, Arm, über das Herz dann meistens dann Richtung Bein oder Fuß fließt. Okay. Alles so Sachen, die haben wir mal früher, habe ich mal früher irgendwann in der Berufsschule gelernt. Na, ich ja richtig um sowas lernt. Ja, natürlich. Geht ja auch viel um Eigenschutz und so. Du Ja, lernst ja auch definitiv. viele Sachen, was du überhaupt dagegen tun kannst, dass du keinen Stromschlag kriegst und sowas. Ne, und Na, Vorbeuge war schon immer die beste Medizin. ja, natürlich. Es gibt ja auch diese 5 Sicherheitsregeln, gibt es ja auch als Elektriker. Und so was alles. Aber die möchte ich jetzt nicht aufzählen, weil ich glaube, ich kriege die nicht mehr zusammen. Alle 5. Jedenfalls nicht in der Reihenfolge. Ist jetzt auch nicht nötig.
So, ich glaube, da mache ich aber drei Stiegel draus. So, und dann noch einmal durch. Wo ist er denn? Ach da. Da liegt ein Baum. So. Ja, wieder ein paar lange Glade. Ich glaube sogar noch länger wie die andere vorher. Aber Hauptsache zählt als Holz und es produziert wieder Holzbretter. Eben, genau. Hauptsache es zählt und das Ding ist wieder voll und gut ist. Eben. So sehe ich das auch. Ah, es geht schon bedeutend schneller mit dem langen Hänger jetzt. Ja, das ist die Hauptsache, wenn das schneller geht damit. Kann man den kleinen irgendwann mal verkaufen dann? Wenn man wieder Geld nottauschen sollte. Auch mit so einem Bankkonto fühle ich mich wohl. Na, wenn man das in echt hätte, gell? Ja, eben. Das Palette, das, ja. Fabrik, Info, Leerpalette voll. Blaze nicht früher, wir sind schon wieder die Europalette voll. Naja, aber das machen wir dann in der nächsten Folge wieder. Palette laden. Das fangen wir heute nicht mehr an. So. So, drauf mit dir. So, das Stück, das auf der Straße liegt da vorne. Und die Bäume prinzipiell immer über die Straße fallen, ich verstehe das gar nicht. Komm, kleiner Traktor, fahr! Der kleine rote Traktor. Genau. Und zu Hause Kindersendung. Mhm. Meines Wissens. War mal, ja. Ich weiß gar nicht, ob die nur gibt. Wahrscheinlich nicht, aber. War mal eine, ja. Wir sind einfach nicht up to date. Nee, eine Kindersendung sowieso nicht. Naja, bei dir kommt es ja vielleicht immer wieder. Das kommt ja, aber. Da könnte mich auch jetzt erschlagen, weil ich kenne gerade, glaube ich, nicht eine. Die momentan so in sind oder trendig sind oder was auch immer. Teletubbies. Die gibt's ja nicht mehr. Gott sei Dank. Und Achtung, Baumfeld! Bei denen habe ich mir auch immer gedacht, immer, das ist doch schon. Ne? Das kann nicht gut sein für Kinder. Nee, nicht wirklich. Oh, das war aber knapp. Aber das, ich weiß gar nicht, heutzutage. Da steht metrisch, aber. Uiuiui. Da wäre fast ein metrischer Schrott gewesen hier. Früher zu meiner Zeit gab es noch so was wie lila Launebeeren und so was. Guck mal, wie knapp das war. Von dem Baum her. Noch da? Ja. Jetzt können wir da nicht doch hier. Guck mal. Da. Na, ich sag doch, wie knapp das war. So,
So, Das einmal war hier gut, dass wir durchlassen. keinen Schaden hier drin haben. Obwohl, da wären auch schon einige Maschinen kaputt Gibt's auch gewesen. mittlerweile auch als Mod. Ja, Schadensmod. weil ich sage, da werden alleine durch meine Ruckler manchmal, wenn ich dann in so einem Zaun segel oder so, Ja. was da manchmal schon kaputt gegangen wäre. So, jetzt lade ich die aber auf der Straße draußen noch schnell auf. Und den muss ich eh von unten holen. Ja, Freunde, aber wie der Schwabe jetzt die Holz wegbringt, würde ich sagen, seht ihr dann in der nächsten Folge, weil sonst sind wir wieder zu lang. Okay. Und wie immer würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, guckt beim Schwabe rum, Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal, ciao! Jupp, tschüss.